So, es ist Zeit für das erste Spiel mit meinem Team, den Abonnenten, also mit euch quasi. Und wir wollen mal schauen, wie wir uns heute schlagen. Wir werden hier mal Play Teams, die Abonnenten auswählen, Matchmaking klicken und hoffen, dass es ein Spiel gibt. Was Matchmaking? Ja, ich habe doch hier schon die Abonnenten eben ausgewählt gehabt. Ich mache mal 2 Minuten Turns. Ich hasse das, wenn das immer sonst zu lange dauert. Ja. Mit Orks bin ich gut genug und versiert genug, dass ich mir das erlauben kann. Ich hoffe, das wird die ganz langsam ausschließen. So, haben wir auch schon ein Spiel, wie es aussieht. Ich bin schon gespannt. Ah ja, da haben wir hier Raglan Reavers. Interessant. Mit 2 Bindestrichen davor, weil sonst der Name weg gewesen wäre. Ich habe 30.000 Goldkronen im Petty Cash. Für 30 kann ich mir, glaube ich, gar nichts kaufen. Nicht mal Bloodweiser Babes. Komisch, wahrscheinlich hat er 50.000 eingesetzt, um sich irgendwas zu kaufen. Dann hätte ich. Ah, nee, hätte ich mehr. Merkwürdig. Merkwürdig. Mal gucken, was er sich geholt hat. Ach, er hat einen Mercenary, deswegen ist sein Teamwert auf 1030 angestiegen. Was hat er denn hier an Skills? Er hat noch gar nichts an Skills. Sein Catcher ist ausgefallen. Er hat einen Ogre. Okay, das ist nicht ganz so schick. Er hat 4 Blitzer. Das ist clever. Ein Thrower. Ja, relative Standard-Setup. Schauen wir mal, was das wird. Ja, ein klassisches Matchup. Orks gegen Humans. So wie das im Standard-Blabbo-Spiel, also im Tabletop-Variante, glaube ich, auch figürchentechnisch schon drin ist. Da sind, wenn ich mich recht entsinne, ist schon länger her, dass ich meine Version gekauft habe, ein Ork-Team drin, ein Menschenteam. Wie gesagt, ich spiele Orks einfach unheimlich gerne, weil ich den Stil von den Orks wahnsinnig gerne mag und sie auch ein effektives Team sind. Und ich kenne mich halt auch besonders gut mit den Orks aus. Ja. Ah, hier gibt es wieder Reconnection-Probleme. Das finde ich jetzt nicht so schnieke. Ich hoffe, das hat sich gleich. Ja, auch nichts dagegen, wenn er mir den Sieg schenkt, aber muss auch nicht unbedingt sein. Schönes Blood Bowl-Feld hier. Wir wählen mal Heads. Ich will kicken, das heißt, ich will einen Angriff geben. Warum mache ich das? Weil ich auf dem 2-1-Grind spiele. Ich bin gut in der Defense, gerade wenn mein Team noch voll ist. Und das möchte ich gerne ausnutzen. So, erstmal stellen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Hier kommt ein Blackhawk hin. Der Werfer wird rausgestellt, da kommt der Blackhawk rein. Den Werfer brauchen wir hier nicht an der Stelle. Ja, der Blitzer kommt da raus. Das ist meine Standardaufstellung mit Orks. Hat den großen Vorteil, er kriegt hier nicht was zum Unterstützen ran. Kann mich hier nicht einfach so rausschieben aus der Nummer. Selbst wenn er hier hinschiebt, hat er keine Tackle-Zone zum Durchlaufen. Hier kann er mich zwar schubsen, aber hat auch keine Tackle-Zone zum Durchlaufen. Und meine Blitzer sind hier dazu in der Lage, schön auf beide Seiten zu reagieren, wenn irgendwas passiert. Eins, zwei, ich mache euch mal das Netz an. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, überall, wo ich ihn hier brauche, komme ich eigentlich ganz gut dahin. Ja, ist meine Standardaufstellung mit den Orks. Man kann die ein bisschen variieren, indem man zum Beispiel die Orks hier nach hinten zieht. Kommt immer ein bisschen drauf an, ob man ein schnelles Team als Gegner hat. Oh, jetzt gibt es aber Lags. Eine Verbindung scheint mir hier nicht die beste zu sein. Komm, stell ich da hin, Bob. Er hat kein so wahnsinnig schnelles Team, gerade da ihm sein Catcher fehlt. Und sein Mercenary, den hat, wird ein Lineman sein. Den wird er wahrscheinlich an die Grundlinie stellen. Ich lasse es mal so. Lass ihm hier mal die Möglichkeit anzugreifen. Weswegen ich meine Spieler hier nicht an die ein Feld noch weiter nach vorne stelle, ist, dass es ein Kickoff-Ergebnis gibt, was dem angreifenden Team es ermöglicht, ein Feld sich zu bewegen. Wenn man jetzt hier an der Linie stehen würde mit seinen Püppchen, ja, und der Gegner stellt in der ersten Grundlinie auf, kriegt dieses Ergebnis, ist er mit einem Feld schon da und braucht hier nicht zu blitzen, um durchzustoßen, sondern kann einfach wegblocken.
Das will ich nicht. Ja, den darf er gerne in der Mitte vorne behalten und auf dem kleinen Lineman da vorne rumprügeln. Entschuldigung, Kai, aber ist so. Linemen sind dafür da, bei mir Roadblocks zu sein. Solange sie noch keine Skills haben, habe ich meine Black Orcs lieber da, wo sie mit ihrer Stärke 4 nerven. Das ist meistens nicht am Ogre. Ich hoffe mal auf ein paar frühe Verletzungswürfe, das wäre nicht schlecht. Also beim Gegner natürlich. Ich habe hier ein Setup, das symmetrisch ist, was dem Gegner immer Schwierigkeiten bereitet, wie er angreift, weil es alles gleich stark ist. Man sieht es ja auch, er hat hier keine Präferenz, über welche Seite er angreifen will. Hier hat er Lineman und Loner stehen. Hier hat er auch Lineman stehen, hat seine Blitze alle hier vorne. Ist eher ungewöhnlich. Weiß nicht, wie sinnig das ist, aber okay. Und dann ziehe ich mal 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich hoffe mal, dass der Ball nicht 6 Felder weit springt. Und ich möchte ihn auf der Seite haben, wo der Loner ist. Ich bekomme einen extra Reroll, das ist sehr, sehr schön. Weil ein Loner, wenn er einen Reroll benutzen will vom Team, kann das hier mal zeigen, muss er einen W6 würfeln. Bei einer 4 plus klappt das auch mit dem Reroll. Bei einer 1 bis 3 allerdings bleibt der Wurf, den er vorher gemacht hat, so bestehen und er verliert seinen Reroll. Ja, hier vorne hat er jetzt erstmal das Problem, dass er sowieso nur 1 zu 1 Blocks hinkriegt. Da ist natürlich der Skill-Block ganz nett zu haben. Aber er hätte hier an die Außenseiten zum Beispiel schon mal Lineman stehen können. Wenn er hier wirklich versucht, gegen ein Ork-Team einen Durchbruch in der Mitte zu machen, ja, ich sag mal, selbst schuld. Ja, gut, er hat ihn da zu Boden geschickt. Aber das ist im ersten Turn auch wirklich ziemlich normal. Den schiebt er nur. Das ist in Ordnung, da kann ich mit leben. Auch da wird nur geschoben. Ist auch gut. Ah, jetzt kommt der Ogre gleich nochmal zum Zug. Vielleicht macht er es gleich als nächstes und verkackt dabei. Nein, macht er leider nicht. Bin gespannt, wie weit hinten er einen Käfig aufbaut, wenn er schon einen von hinten, von vorne nach hinten zieht zum Sichern. Da hinten stellt er den Käfig auf. Ja gut, dann habe ich hier vorne viel, viel Zeit, ihn zu verprügeln. Das ist in Ordnung. Jetzt hat er hier natürlich einen... Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, da schafft er es nicht, den Ball aufzunehmen. Doch. Hat er hier nicht seinen Werfer da? Er hat doch seinen Werfer da. Was macht er denn da? Jetzt passt er nach hinten und Turnover. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, mit wem ich dir das Vergnügen habe. Allerdings muss ich an der Stelle sagen, momentan habe ich das Gefühl, dass ich es hier mit jemandem zu tun habe, vor dem ich mich vielleicht nicht allzu sehr fürchten muss. So, wir stellen den hier zu, einfach weil ich jetzt mit ein paar Spielern vorbei möchte. Und ich möchte dabei nicht gestört werden. Hier werde ich jetzt ein bisschen Druck aufbauen. An der Seite, einfach weil er es da wirklich versäumt hat, Druck gegen mich aufzubauen. So. Hier werde ich mir mal ein bisschen was entgegenstellen. So und... Dann können wir gleich blitzen auch, das ist auch gut. Ne, den wollen wir... Ich will immer bis da gehen haben, dann kann er noch nach rechts reagieren. Falls er über rechts gehen will, kann er auch noch links noch weiter bedrohen und den Ball wieder zurückjagen. Okay, probieren wir es mal hier. Mit dem Blitz. Der gute Nepomuk, nein, schafft es leider nicht. Aber ich bedrohe ihn hier einfach mal mit einem Push out of bounds. Mal gucken, ob er drauf reagiert oder nicht. Ja, er reagiert drauf. Ihm ist die Gefahr bewusst, in der er hier quasi schwebt mit dem Spieler. Und er zieht hier nach rechts rüber. Hat also hier die Bedrohung durchaus ernst genommen. Bin mal gespannt, inwiefern ihm das gleich gelingen wird oder nicht.
Der wird erstmal ein bisschen umgeblockt. Wahrscheinlich wird er jetzt hier gleich versuchen durchzubrechen. Ja, oder eben auch nicht. Das ist jetzt ärgerlich für ihn. Jetzt kann er natürlich hier versuchen drum zu gehen, aber... das ist sehr schön. Das war gerade sehr schön. Gut, dann habe ich hier nämlich auch Platz zum Reagieren. Das ist auch gut. Und da will er meinen Blitzer loswerden. Ja, aber da verliert er trotzdem den Spieler hier. Ich werde einfach von hier nach da blocken, den darüber schieben. Und dann werde ich den hier blocken und den quasi da rausschieben. Das ist jetzt mein Plan, den ich jetzt erstmal so habe. So. Hier ist er seitlich rübergegangen, das ist okay. Wie gesagt, ich kann mit dem wieder hier zurück reagieren. Das ist sehr schick. Dann macht er einen Pass. Ich weiß, wo du planst, durchzubrechen. Oh ja. Ach, verdammt, da gibt es natürlich den Block, das ist unschön. Geht er auch nach, natürlich. So. Reagieren wir hier mal ein bisschen auf die Bedrohungen. Ich will, dass er gleich nicht mit dem hier irgendwie so eine linke Tour über die Seite probiert. Ich will ihm hier aber auch nicht zu viele Optionen geben. Deswegen stelle ich ihn hier mal zu. Der steht auf, der soll eh nichts machen. Der darf aufstehen. Dann haben wir hier einen 2-1-Block. Danach haben wir hier einen 1-1-Block. Ja. Ich könnte hier einen Spieler quasi in Bedrohungsreichweite bringen. Das gefällt mir gut. Jetzt überlegen wir mal, wie wir es hier am cleversten machen. 1, 2, 3, 4. Und den blitzen. Ja, ist, glaube ich, das Beste, was wir hier tun können. Den stellen wir hier hin, um den Rückraum ein bisschen abzudecken. Ein Sprint dabei, aber das macht nichts. Jawohl. Sehr fein. Ja, da wollen wir hinterher gehen. Das ist in Ordnung. Da will ich auch hinterher gehen. Und hier schieben wir ihn out of bounds. Zack. So. Jetzt haben wir ihm einen Spieler abgenommen. Ich stehe hier eigentlich immer noch nicht perfekt, um den hier zu schützen. Das will ich jetzt gleich mal ändern. Erstmal mache ich hier einen Block. Will ich nicht nachgehen, danke. Das war auch gut so. Und dann wollen wir jetzt hier ein bisschen uns besser absichern, indem wir den hier hinstellen. Wunderbar, das hat geklappt. Fertig. Nur geschoben. Und der Blitz hier für die Seite ist weg. Das ist wunderbar. Ja, er will hier eindeutig mit seinen Leuten hier durchgehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Er blockt hier noch ein bisschen rum. Geht nicht nach. Ja, ich versuche während des Spiels so ein bisschen zu kommentieren, was passiert. Es ist nicht ganz so leicht wie beim Kommentar an sich, weil ich mich jetzt ja auch noch aufs Spiel zusätzlich konzentrieren muss. Ja, er glaubt, dass er hier in Sicherheit kommt, aber das ist einfach mal überhaupt nicht der Fall. Ich kann hier den locker zu Boden bringen. Muss er schon sprinten, verbraucht seinen Reroll, seinen letzten. Er sprintet nochmal und hofft offensichtlich, dass er jetzt den Ball da wegkriegt. Da kann ich nur hoffen, dass ihm das jetzt mal überhaupt nicht gelingt.